fertig, meine Liebe? Ja, ja, ich bin fertig. Nur, da ist noch eine Schwierigkeit. Ja. Höre ich da den Hund bellen? Ja, 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 das will ich ja gerade sagen. Meine Nachbarin kann den Hund nun doch nicht nehmen. Ihr Mann ist dagegen, sagt sie. Hallo? Ja? Es tut mir so leid, aber ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Kann man den Hund nicht doch, nicht wirklich mitnehmen? Aber meine Liebe, ich sagte Ihnen doch, dass das nicht geht. Ja, ja, ich weiß, aber... Sind Sie sonst fertig? Können Sie herunterkommen? Ja, doch, doch, sonst ist alles fertig. Nur... Da, wenn Sie einen Augenblick warten wollen, die Koffer sind so schwer. Der Sohn meiner Nachbarin will mir behilflich sein, sie hinunterzubringen. Einen Augenblick, bitte. Frau Domberg? Ja? Lassen Sie die Koffer. Die können wir ja später holen. Ja. Soll ich dann jetzt ohne Koffer, meinen Sie? Naja, wir müssen doch erst das Problem mit dem Hund lösen. Klingelt es bei Ihnen? Ja, das wird meine Nachbarin sein. Sie denken doch an unsere Abmachung. Ja, ja, ich komme dann gleich runter. Ja, ist es soweit, Frau Domberg? Ja, ja, es ist alles gepackt. Gut, dann gehe ich und hole jetzt den Gerd rüber. Nein, nein, ich... Die Koffer hole ich dann später, weil ich muss ja erst den Hund... Ach Gott, ja. Ich verstehe. Und es tut mir wirklich leid, dass mein Mann so dagegen ist, aber er will nun mal keinen Hund in der Wohnung haben. Wo bringen Sie den Bärle denn nun hin? Ja, ich weiß noch nicht genau. Kommen Sie noch einmal her. Ja, natürlich, die Koffer holen. Ja, und wann fliegen Sie? Ja, es wird ziemlich knapp. Noch etwas. Frau Domberg, mein Mann sagt, wir haben aber gar keine Adresse von Ihnen. Adresse? Naja, wenn noch irgendetwas ist. Ich meine, wenn jetzt noch irgendetwas kommt für Sie. Es kann ja gar nichts kommen. Es ist alles erledigt. Die Wohnung ist gekündigt, die Miete gezahlt, die Möbel verkauft. Es kann eigentlich gar nichts kommen. Ich schreibe Ihnen meine Adresse. Oh. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Frau Domberg. Wie meinen Sie das? Also Madeira, das ist bestimmt ein wunderschöner Ort, um sein Leben zu verbringen. Aber haben Sie sich das alles ganz reiflich überlegt? Ja, das habe ich. Was soll ich denn hier noch in dieser Stadt? Also Sie fahren nicht allein, aber mit wem fahren Sie denn nun eigentlich? Also mein Mann meint, das sollte man vielleicht doch wissen. Warum? Ein Bekannter von mir, ein sehr guter Bekannter. Ach, und er wartet unten auf Sie. Ja, ja, entschuldigen Sie bitte, Frau Berg, ich muss jetzt wirklich gehen. Wir sehen uns ja nachher noch einmal. Komm, Berg, komm, komm. Ist es soweit? Nein, nein, sie bringt den Hund erst weg. Ja, und die Koffer? Die stehen noch da, die holt sie später. Aber ich weiß nicht, warum sie so ein Geheimnis daraus macht. Ein Bekannter holt sie ab. Warum kommt der Mann nicht rauf? Ich schreibe mir die Wagennummer auf. Nein, es geht nicht. Leider nicht, wegen der Bestimmungen. Die haben dort auf der Insel sehr strenge Quarantänebestimmungen. Ja? Wir werden den Hund leider in ein Tierheim bringen müssen. In ein Tierheim? Ja, es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, meine Lieben. Wir müssen dringend zum Flugplatz. Wir können ja deswegen nicht den Flug verpassen. Nein, nein, aber wir werden ihn in ein Heim bringen und sehen, dass wir ihn dann später doch irgendwann wieder zu uns nehmen können. Ja, das wäre wunderbar, Herr Bubach. Ich habe mir schon solche Gewissensbisse gemacht wegen... Aber das begreife ich ja, das begreife ich ja so gut. Nein, wenn wir erst einmal in Madeira sind, dann werden wir uns nach den Bestimmungen erkundigen und alle Antragsformulare ausfüllen. Aber in der Zwischenzeit muss er eben leider in einem Tierheim bleiben. Ja, wenn es nur für kurze Zeit ist. Ich glaube doch, es ist besser, wenn ich den Hund wegbringe. Ich möchte Ihnen den Abschied ersparen. Sehr lieb von Ihnen, Herr Bubach. Die ganze Zeit fürchte ich mich schon vor diesem Augenblick.
Komm, Berli, geh schon mit Herrchen. Es wird nicht lang dauern, dann bist du wieder so. Drin. So, bitte, komm, Berli. Da nehmen Sie die Leine. Und schnell, bitte. Bitte gehen Sie schnell. Sofort wieder zurück. So, meine Liebe, alles in Ordnung. Die Leute haben ja versichert, dass es dem Hund an nichts fehlen wird. Haben Sie den Leuten die Sachlage erklärt, dass Berlin nur kurze Zeit dort sein wird? Ja, die wissen genau Bescheid. Ich glaube, aber wir müssen uns jetzt beeilen. Ich schlage vor, wir holen jetzt zuerst einmal meine Koffer und dann auf dem Rückweg die ihren. Ich habe immer geglaubt, Sie wohnen in der Stadt. Nein, die Stadtwohnung habe ich auch aufgegeben. Ja, das ist mein Wochenendhaus. Und das will ich auch behalten. Das möchte ich meiner Nichte vererben. Ihre Nichte? Ja, habe ich Ihnen nie von meiner Nichte erzählt? Nein. Ach ja, die lebt in München und ist Studentin. Ja. Medizin. So, da sind wir. Sie ein, bitte. Danke. Darf ich? Bitte. Wissen Sie, meine kleine Nichte liebt diesen Besitz, obwohl er doch wirklich sehr bescheiden ist. Wie schön, dass Sie noch jemanden haben. Ich habe niemanden mehr. Was Sie doch nun nicht mehr sagen dürfen, meine Liebe. Ich finde, wir müssen etwas trinken. Hm? Ja, auf unsere Reise und auf unser gemeinsames Leben. Ich fürchte, ich krieg gar nichts runter. Doch, ein Glas Champagner. Bestimmt. Hm? Vielleicht sind Sie so lieb und holen die Gläser und stellen sie auf den Tisch. Ja, gerne. Wirklich sehr gemütlich. So nah am Wald. Ja, und so einsam. Nicht einmal am Sonntag kommen die Spaziergänger bis hierher. So, wenn ich bitten dürfte. Danke. Ich bin Sekt gar nicht mehr gewöhnt. Ab und zu ein Glas Rotwein. Augenblick. Musik. Ist ja ganz romantisch. Frau Agnes. Auf Ihr Wohl. On va danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent la mer des reflets changeants la pluie, la mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons, avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie, je voyais. Près des étangs, ces grands eaux mouillés,
sommeil. Les aberrassis le long du golfe clair. Et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer, qu'on va danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer. Schlüssel? Nein, wir nicht, aber der Hausmeister hat einen. Gehst du mal runter? Ja, nimm du den Hund weg. Ja. Hinweg, komm, komm mit zu mir. Komm, komm weg, komm, 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 komm. Komm hier mit. Komm, so ist schön. Um 3 Uhr nachmittags weggefahren. Guten Abend, Herr Saalbach. Guten Abend. Denken Sie nur, der Hund ist plötzlich wieder da. Und außerdem war Licht in der Wohnung, sagt meine Mutter. Ja, und das habe ich gesehen, ganz deutlich. Ich gehe mit rein. Ja. Wegbrachte, da standen diese Koffer in dem Zimmer, nicht da. Also diese Koffer, die hat jemand holen wollen. Und das war nicht Frau Domberg.
gleiche Wagen? Der von heute Nachmittag. Wer ist denn da? Claire! Ach, Claire! Komm rein! So. Guten Abend, Onkel Paul. Guten Abend. Ich war heute Abend schon mal da. Wo bist du denn gewesen? Ich war unterwegs. So. So kommt sie in den Mantel aus. Komm rein, hast du gegessen, getrunken? Kann ich dir was machen? Nein, nein, danke. Ich komme eigentlich nur, weil ich wissen wollte, wo du warst. Sonst bist du doch abends um 8 immer zu Hause. Na, ich war draußen. Im Haus? Ja. Was hast du denn gemacht? Im Garten gearbeitet. Wodka, Kok? Wie immer. Du siehst schlecht aus. So? Ja. Oh, ich bin vielleicht ein bisschen müde. Schon gut, komm rein. Ich hab mir gedacht, dass sie dich schicken werden. Machen Sie sich Sorgen im Büro, wo ich bleibe? Ich will Ihnen keinen leeren Stuhl sehen. Und Sie Kaffee? Immer noch Frau Domberg? Immer noch Frau Domberg, ja. Die dritte Frau in einem halben Jahr, die spurlos verschwindet. Nachdem sie alles aufgelöst, alles aufgegeben hat, um auf Madeira in einem angenehmen Klima einen angenehmen Lebensabend zu verbringen. Das sind alles Frauen, die allein stehen. Die niemanden haben, der danach fragt, wo sie letzten Endes bleiben. Bringt es denn was, wenn du das Foto andauernd ansiehst? Ich sehe mir das Foto an, weil sie sieht hilflos aus. Aber die Hilflosigkeit ist es eigentlich gar nicht. Es ist vielmehr die Tatsache, dass hilflose Leute gleich so viel Vertrauen haben. Vertrauen ist die Waffe der Hilflosen und zugleich die Schlinge, an der sie aufgehängt werden. Zunächst ist sie doch nur vermisst. Nein, sie ist tot. Ich bin überzeugt davon. Sie ist beraubt und ermordet worden. Ach, deswegen kommst du nicht mehr ins Büro. Ich will den Mann, der das getan hat. Und dazu muss ich nicht im Büro sein. Alles klar. Was ist denn hier klar? Ich soll dir sagen, tu, was du willst, aber tu was. Naja. Ich habe mir überlegt, wie hat die Frau so ihre Stunden und Tage verbracht? Bei älteren Menschen spielt ja die Gewohnheit eine große Rolle. Sie stehen fast immer um die gleiche Zeit auf, sie haben feste Programme. Vormittags geht's mit dem Hund spazieren, ebenso nachmittags. Die Frage ist, wo hat sie ihren Mörder kennengelernt? An welchem Ort, bei welcher Gelegenheit? Das hast du alles schon untersucht. Seit Tagen tue ich nichts anderes. Frau Domberg besuchte immer bestimmte Anlagen. Ihre Nachbarin erzählte mir, sie war geradezu narrisch auf Kaffee und Kuchen. Ich habe das Café gefunden, in dem sie jeden Nachmittag gesessen hat. Man erinnerte sich an den Hund. So, und jetzt sitze ich da jeden Nachmittag, trinke Kaffee und esse Kuchen. Weil du annimmst, dass sie dort ihrem Mörder begegnet ist? Ja. Du glaubst, der verkehrt noch da? Ja. Woran willst du den erkennen? Ich? Ach, das ist der Hund von der Frau? Ja. So, komm her. Der hat eine feinere Nase als ich. Sag mal, hier verbringst du deine Nachmittage. Ja, ja.
Komm, setz dich, Kleiner. Guten Tag, bitte, was darf es sein? Grüß Gott. Wie immer, ja? Ja, für mich das Gleiche. Komm. Sag mal, hier sind ja Jahrhunderte versammelt. Man kann es auch anders sehen. Hier sind nette kleine Vermögen versammelt, ausreichende Pensionen, eine Menge Erspartes. Also, hier hat nun Frau Domberg jeden Nachmittag gesessen. Stell sie dir mal vor. Hier, dort, an dem Tisch oder dem. Eine nette ältere Dame mit 30.000 Mark auf der Bank und eine Menge ungebrauchter Fantasie. Punschtorte. Und niemand erinnert sich, mit wem Frau Domberg zusammen am Tisch gesessen hat. Jeder hat mal hier mit jedem zusammen an einem Tisch gesessen. Es ist meist so voll hier, dass man sich keinen freien Tisch aussuchen kann. Was erwartest du denn? Hä? Wieso? Dass er bellt oder dass er mit dem Schwanz wedelt? Dass er beißt. Sag bitte. Hallo, komm her, Kleine. Entschuldigen Sie bitte, wenn der Hund Sie belästigt hat. Ja. Er hat mich nicht belästigt. Er scheint Sie sehr gut zu kennen. Ja, das mag sein. Ich füttere ihn zuweilen mit einem Restkuchen. Das hier, Hund. Nein, nein. Er gehört einer älteren Dame. Nicht wahr, das wollte ich doch sagen. Ich habe ihn immer in Gesellschaft einer älteren Dame gesehen. Darf ich mich einen Augenblick zu Ihnen setzen? Ja, bitte. Danke. Mein Name ist Derrick. Bubach. Pardon, wie war der Name? Bubach. Kennen Sie Frau Domberg, Herr Bubach? Frau wen? So heißt die Dame, der Hund. Ja, haben Sie nie miteinander gesprochen? Doch, doch, doch. Hin und wieder über den Hund, ja. Aber nicht, dass ich den Namen kenne. Sind Sie öfter hier? Zuweilen. Und Sie erinnern sich an Frau Domberg? Ja, wenn es die Dame ist, der Hund gehört. Sagen Sie, war sie allein hier? Ich suche einen Mann, der Frau Domberg gut gekannt haben muss. Ja, da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Ach, bitte nehmen Sie doch den Hund jetzt weg. Oh. Entschuldigen Sie. Aber er scheint Sie wirklich gut zu kennen. Ja, ich sagte Ihnen ja, ich habe ihn ab und zu gefüttert. Sie haben ihm Kuchen gegeben. Ja, ich habe ihm Kuchen gegeben. Herr Bubach, ich glaube, ich bin Ihnen eine Erklärung schuldig. Frau Domberg ist seit Wochen verschwunden. Verschwunden? Spurlos. Wie kann man denn spurlos verschwinden? Sie hat ihre Wohnung gekündigt, sie hat ihre Möbel verkauft, sie hat ihre Gelder abgehoben, sie hat alles aufgegeben. Sie wollte nach Madeira. Madeira? Die Insel Madeira? Ja, die Insel Madeira. Aber sie ist niemals dort angekommen. Wahrscheinlich, weil sie niemals abgeflogen ist. Woher wissen Sie denn, dass sie nach Madeira wollte? Ihre Nachbarin. Sie hat es ihrer Nachbarin erzählt. Mhm. Sagen Sie... Ja. Sie fragen nach Frau Domberg. Sie haben Ihren Hund. Wer sind denn Sie? Ihr Neffe. Ach, Ihr Neffe. Ja. Hoffentlich habe ich Sie mit meinen Fragen nicht allzu sehr belästigt. Aber ganz so gar nicht. Ich danke Ihnen. Na? Was macht er? Er zahlt. Das ist gut, danke schön. Danke schön. Herr Bubach. Oh, Baronin. Ich freue mich sehr, dass Sie am Dienstag zum Bridge zu mir kommen. Die Gräfin Freiberg ist auch da, also lassen Sie mich nicht im Stich. Nein, nein. Warum ist denn der Hund auf ihn zugelaufen? Na ja. Er sagte, er hat ihn ab und zu mit Kuchen gefüttert. Das ist doch eine Erklärung. Keine gute. Der frisst keinen Kuchen. Ja. Herr Bubach, wollten Sie weggehen? Ja, liebe Frau Peters, es tut mir schrecklich leid, aber ich habe leider eine dringende Verabredung. Aber wir beide waren doch verabredet. Ja, ich weiß, aber
Es geht leider wirklich nicht. Lieber Herr Bubach, Sie können jetzt nicht weggehen. Sie haben mir so viel über Madeira erzählt. Ich kriege es überhaupt nicht mehr aus dem Kopf. Das freut mich ungeheuer. Aber leider im Augenblick ist es wirklich unmöglich. Herr Bubach, ich weiß ganz genau, was Sie denken. Die denken, ich kann das nicht finanzieren, nicht? Aber nein. Aber ja, ich kann sofort 200.000 Mark flüssig machen. War er mit eigenem Wagen da? Ja. Ist mit einer älteren Dame weggefahren. Ach, das Schönste ist das Klima. Eine Luft, weich, sanft. Ich möchte was sagen, zärtlich wie Champagner. Den ganzen Winter über kann man draußen sitzen. Ja, in unserem Alter, ich möchte sagen, in meinem Alter gibt es überhaupt nur eine Art, das Leben zu verlängern. Und das ist, indem man den Winter überspringt. Und die Blüten. Im Frühling. Ein Meer, ein wahres Meer. Und das Meer, das blaue Meer. Und Sie ziehen wirklich dorthin? Ja, ich habe mich ganz ernsthaft entschlossen. Ja? Eine Wohnung oder ein kleines Haus. Ah, ja? Nicht weit vom Meer. Eigentlich gibt es nur ein Problem. Welches? Das ist die Einsamkeit. Ich kenne dort niemanden. Das Alleinsein ist gar nicht so einfach. Ich weiß das auch. Ich meine, ich habe natürlich ein paar Bekannte, ich habe auch ein paar Verwandte, aber mit denen verbindet mich gar nichts. Ja, das kenne ich. Wissen Sie, was ich an Ihnen so nett finde? Sie sind so zauberhaft zurückhaltend. Also, lieber Herr Bubach, ich möchte nicht aufdringlich sein, aber haben Sie schon mal, haben Sie schon mal daran gedacht? Ja, was denn, meine Liebe? Eine so tolle Situation. Also bitte, haben Sie schon mal daran gedacht, wenn wir gemeinsam... Gemeinsam? Ja, ich meine, wenn wir beide zusammen nach... Bitte, aber wir wollen nicht vom Geld reden. Ja, die 200.000 Mark sind ja da. Wenn Sie interessiert sind, dann bringe ich Ihnen beim nächsten Mal ein paar Prospekte mit, wenn Sie wirklich interessiert sind. Ja, ich bin interessiert. Wirklich. Hund hierher. Du, da warten zwei Herren auf dich. Ich wollte gerade klingeln, als sie kamen. Ihnen gehört der Hund. Die Herren sind von der Polizei. Die wollen dich irgendwas fragen. Hast du einen neuen Wagen? Ja, der alte gefiel mir nicht mehr. Lass uns rein. Ich mach von innen auf. Ist gut. Warum macht er denn nicht auf? Entschuldigung, aber ich musste erst ein wenig Ordnung machen. Wieso? Du hast doch immer Ordnung. Mein Onkel lebt allein, aber seine Ordnung ist nicht zu übertreffen. Dürfen wir hereinkommen, Herr Buber? Ja, bitte. Danke. So, wenn Sie gestatten, dann gehe ich vor. Bitte, ja. Bitte nehmen Sie doch den Hund da. Komm her, Dick, komm. So. Komm mal vor. Sie sind von der Polizei? Ja, das ist Inspektor Klein. Guten Tag. Guten Tag, aber Sie sagten doch, Sie wären der Neffe von der Frau, wie heißt sie doch? Domberg. Domberg, ja, richtig. Weißt du, Claire, es hat uns... Ja, ich habe schon gehört. Eine Frau, die du gekannt hast, ist spurlos verschwunden. Man nimmt an, dass sie umgebracht worden ist. Ach, das weißt du alles schon? Ja. Ja, ich gehe mal vor hin. Oh, nehmen Sie Platz. Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Nein, danke. Ruhig. Denke ganz ruhig. Komm. Wissen Sie, ich glaube, der Hund muss hinaus. Kann ich ihn vielleicht in den Garten führen? Nein. Der wird sich schon beruhigen. Ja? Es tut mir sehr leid, dass wir Sie noch einmal belästigen müssen.
Ja, ich kann Ihnen ja leider nichts anderes sagen. Die Frau Domberg. Domberg, ja. Fiel mir auf, weil sie diesen Hund bei sich hatte. Das ist ja ganz besonders. Liebes Tier, nicht? Ja. Und wir wollten ganz gern erfahren, mit wem diese Frau näher bekannt war. Wir wollten Sie bitten, noch einmal in aller Ruhe nachzudenken. Mit wem sie im Café zusammengesessen hat, mit wem sie gekommen ist oder wieder weggegangen ist. Darüber brauche ich gar nicht nachzudenken, das weiß ich nicht. Ich habe mich immer nur mit dem Hund beschäftigt. Es tut mir leid, dass ich Ihnen keine bessere Auskunft geben kann. Ruhig, ruhig. Dass die Frau umgebracht worden ist, das ist nur eine Annahme, nicht? Ja. Sie hat die Wohnung aufgegeben, ihre Möbel verkauft und ihr Konto gelöscht, nicht? Mit dieser Frau sind bare 30.000 Mark verschwunden. Ja, wenn sie alles aufgegeben hat, wohin wollte sie dann? Nach Madeira. Warum nach Madeira? Ich nehme an, der Mann, den wir suchen, der hat ihr da ein angenehmes Leben versprochen. In einem angenehmen Klima. Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Ja, das wollten wir nur noch einmal wissen. Leben Sie hier mit Ihrem Onkel zusammen? Nein, ich habe eine eigene Wohnung ganz in der Nähe. Danke. Bevor wir gehen, Herr Buber, was ist in diesem Zimmer? Katzen? Ich habe keine Katzen. Würden Sie mir erlauben, dass ich dem Hund die Tür dann mal öffne? Das ist mein Schlafzimmer. Man lässt sich nicht beruhigen, Sie sehen ja selbst. Darf ich? Das ist allerdings ungewöhnlich. Aber ist der Hund schon mal hier gewesen? Ja, niemals. Ja, warum benimmt er sich denn so? Das weiß ich doch nicht. Na, hat er seine Neugier befriedigt? Ja. Ist leider nicht auf seine Kosten gekommen. Ja, wär's doch schon. Wenn wir noch Fragen haben sollten, wir wissen ja nun, wo Sie wohnen. Wiederschauen. Wiedersehen. Ich begleite Sie hinaus. Na, komm. Sie sagten, Sie wohnen nicht weit von hier. Ja, gleich da drüben, Nummer 25. Ah ja. Wie heißen Sie denn eigentlich? Henkel, Claire Henkel. Meine Mutter ist die Schwester von Herrn Buber. Was machen Sie denn? Ich studiere Medizin. Hier an der Uni? Ja. Ja. Ja, das wär's dann auch schon. Wiedersehen. Hopp. Spaß. Hast du Ihre Adresse? Das ist doch unglaublich. Das war doch wie ein Überfall. Und was haben Sie letzten Endes gefragt? Nichts, was ich nicht schon gesagt hätte. Och, Sie haben sich sehr erschreckt, was? Nein, ich überlege nur. Was überlegst du denn? Dass tatsächlich jemand eine Frau veranlassen kann, alles aufzugeben. Und dass eine solche Frau möglicherweise ihr Mörder folgt. Man hat keine Spur von ihr. Nein, offenbar nicht. Du hast doch die Frau gekannt. Was für ein Mensch war sie? So gut habe ich sie doch nicht gekannt. War sie so gutgläubig? Das weiß ich doch nicht. Ja, und dann Madeira. Madeira war doch ein Traum von dir. Madeira? Ja, ich habe doch die Prospekte dort liegen sehen. Hier habe ich sie gesehen. Geh weg da! Entschuldige, aber diese Leute haben mich so furchtbar nervös gemacht. Und dieser schreckliche Hund. Komm, bleib doch ein bisschen hier. Soll ich dir Kaffee machen? Oder was zu trinken? Komm, setz dich. Nein, ich komme nur, weil du hast mir Geld überwiesen. Ich sehe da plötzlich auf meinem Kontoauszug, dass da... Kann ich dir nicht auch ab und zu mal etwas Geld überweisen? Du tust so viel für mich. Du bezahlst das Studium, die Wohnung, mein ganzes Leben. Ich habe gute Geschäfte gemacht. An der Börse? Ja, an der Börse. Du, man kann da immer noch eine ganze Menge Geld verdienen. Das ist gar keine Geheimwissenschaft, wie die Leute mal sagen. Man muss nur Zeit haben, sich mit den Aktien zu beschäftigen. Na, und die Zeit, die habe ich ja. Was lachst du? Das ist doch merkwürdig. Da verschwindet eine alte Dame mit 30.000 Mark und sie will nach Madeira. Na und? Na, überleg doch mal, du kennst die Frau. Es sieht sogar aus, als ob der Hund dich kennt, als ob er schon mal hier gewesen ist. Außerdem erzählst du auch andauernd von Madeira, von dem angenehmen Klima und so weiter. Außerdem hast du plötzlich Geld. Was willst du damit sagen? Entschuldige, Onkel Paul. Es war kein guter Witz, ich weiß. Entschuldige.
Du bist wirklich nicht der Mann, der jemanden umbringt. Schon gut, schon. Du bist mir böse, ich seh's dir an. Nein, ich bin jetzt ein bisschen müde plötzlich. Ich glaube, ich werde dich besser hinlegen. So. Na ja, also dann mach's gut. Ja. Du findest ja den Weg, nicht? Ja, ich besuch dich morgen wieder. Ja. Tschüss. Nein, nein. Haben Sie einen Moment Zeit? Ich muss mit Ihnen reden. Bitte. Das ist die Frau. Welchen Beruf hat denn Ihr Onkel? Er war Redakteur einer botanischen Zeitschrift. Aber er schrieb Bücher. Fachbücher über Farne. Ach, über Farne? Ja, so eine Art Standardwerk über Farne. Wie sind denn seine finanziellen Verhältnisse? Sehr gut. Sehr gut. Er hat sein Geld angelegt. In Papieren. Er versteht eine Menge von Börsengeschäften. Von Aktien. Er kauft und verkauft. Hat Ihr Onkel vor 2 oder 3 Wochen größeres Geschäft gemacht? Was bezwecken Sie mit solch einer Frage? Wann ist die Frau verschwunden? Vor 3 Wochen. Das heißt also, Sie verdächtigen meinen Onkel. Die Frau ist verschwunden, mit ihr 30.000 Mark. Sie fragen, ob zu diesem Zeitpunkt mein Onkel ein gutes Geschäft gemacht hat. Der Zusammenhang ist ja wohl kaum zu übersehen. Ich verberge ihn ja nicht. Mein Onkel ist kein Mörder. Ich kenne ihn. Es gibt keinen Menschen, den ich so gut kenne wie ihn. Meine Eltern sind gestorben. Mein Onkel ist für mich wie Vater und Mutter in eins. Wie ich lebe, dass ich studiere, das alles verdanke ich ihm. Seiner Großzügigkeit, seiner Liebe, seiner Fürsorge. Er ist der gütigste Mensch, den ich kenne. Sie haben nicht das Recht zu bezweifeln, was ich sage. Ich habe nur gefragt, ob er vor 3 Wochen ein großes Geschäft gemacht hat. Hatte er denn irgendwie größere Ausgaben? Ich weiß es nicht. Den Wagen, den er fährt, der ist neu. Ja, das stimmt. Wie lange hat er ihn? Etwa 2 Wochen. Aber einen neuen Wagen kann er sich immer leisten, zu jeder Zeit. Da muss er nicht auf besondere Geschäfte warten. Hat Ihr Onkel jemals von Madeira gesprochen? Ist jeder, der von Madeira spricht, ein Mörder? Das sieht ja wunderbar aus. Swimmingpool ist da. Mhm. Und alle die Dinge, die für die Gesundheit immer wichtiger werden. Bäder, Massagen. Und hier sind die Spazierwege eingezeichnet. An Zypressen, Orangen, Olivenhainen vorbei und immer der Blick aufs Meer. Meine Lust, dorthin zu ziehen, wird immer größer. Kein Nebel, keine Nässe, keine Kälte wie bei uns. Wunderbar. Ja. Wir müssen uns nur entscheiden. Und zwar schnell, vor Saisonbeginn. Ah ja? Ja, Claire, hast du keine Vorlesung heute? Nein. Wieder ausgefallen? Streik vielleicht? Nein, gerade? Niemand streikt. Ach so. So, komm mal rein. Ich freue mich wirklich, wenn du mich besuchen kommst. Warst du auf der Bank? Auf der Börse?
Nein, du müsstest nicht glauben, ich war den ganzen Nachmittag im Englischen Garten. Du, ich bin gerade dabei, diesen herrlichen Park für mich wieder zu entdecken. Der hat ja so schöne Plätze und Parkwege. Ach, aber ich muss mir die Schuhe ausziehen. Ich werde von die Füße weh. Ulla, siehst du? Daran zeigt sich, dass mir eine Haushälterin fehlt. Hast du eigentlich Angst vor dem Alter? Ja. Aber das brauchst du doch nicht. Meinst du? Ist doch selbstverständlich, dass ich später für dich da bin, genauso wie du jetzt für mich sorgst. Aber wenn ich für dich jetzt etwas sorge, dann tue ich das nicht aus egoistischen Gründen, sondern weil ich dich liebe. Entschuldige, Onkel. Was soll ich denn entschuldigen? Einer der Polizisten war heute noch mal da. Was wollte er denn? Er hat gefragt, ob du in den letzten 2 oder 3 Wochen gute Geschäfte gemacht hast. Ach so. Wahrscheinlich wegen der 30.000 Mark der Frau Domberg. Ja, ich glaube, daran haben sie gedacht. Ja, aber, weißt du, Claire, ich habe auch gute Geschäfte gemacht. Nämlich so gute, dass ich dich eigentlich fragen wollte, ob du nicht mit mir eine Reise machen willst. Danke. Sie wussten, dass du einen neuen Wagen hast. Ich habe gesagt, dass du dir immer einen neuen Wagen leisten kannst. Da musst du nicht auf besondere Geschäfte warten. Das ist gut, das ist eine gute Antwort. Und hast du auch gesagt, dass ich an der Börse gespielt habe? Ja. Das ist gut. Und mehr hatten die nicht zu bieten? Polizisten. Denken sich immer gleich Romane aus, nur wenn man sich ein neues Auto kauft. Du hast mir einmal gesagt, es sei schade, dass ich so wenig Respekt vor Geld habe. Ja, das habe ich einmal gesagt. Warum sprichst du gerade jetzt davon? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man jemanden umbringt, nur um mehr Geld zu besitzen. Na, vielleicht hat der Mörder Schulden. Oder? Oder? Vielleicht will er seine Träume realisieren. Ja, ich setze jetzt das Kaffeewasser auf. Weißt du, ich überlege immer noch ganz ernsthaft, ob ich mich... Wo bist du denn? Ach so, ob ich mich nicht beschweren und Rechtfertigung verlangen soll. Schließlich hat er mich doch für einen Mörder gehalten und hält mich immer noch dafür. Ich habe eine Frage, Onkel. Ja? Ich habe dich wegfahren sehen gestern. Ich war noch auf der Straße. Du kamst aus dem Haus mit einem Päckchen. Du hattest irgendwas in Zeitungspapier eingewickelt. Was war das? Ein Zeitungspapier? Ja. Und du bist so eilig weggefahren, dass du nicht einmal die Garage zugemacht hast. Wann war denn das? Gestern Nachmittag. Gestern Nachmittag? Ein so großes Päckchen. In Zeitungspapier. Das waren Zeitungen. Die Zugehfrau wirft sie nie weg, weil sie immer glaubt, ich möchte sie noch lesen. Machst du mal auf? Ja. Herr Bubach, bitte entschuldigen Sie. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Ach, Sie sind das. Ja? Das ist meine Nichte, Frau Peters. Ah ja? Herr Bubach, ich bin nur gekommen. Ich wollte es einfach nicht aufschieben. Ich wollte Ihnen sagen, ich habe mich entschlossen. Ich gehe mit nach Madeira. Wissen Sie, Ihr Onkel hat mir so fabelhafte Prospekte gezeigt von Madeira. Und wir haben seit Tagen darüber gesprochen, wie wunderbar es sein müsste, doch zu leben. Die Landschaft und das Klima und
Das Meer. Ich muss gehen. Ich habe noch zu arbeiten. Ich melde mich wieder auf. Wiedersehen, Onkel Paul. Aber Claire. Habe ich einen Fehler gemacht? Ja, der Zeitpunkt war vielleicht nicht ganz richtig gewählt. Wegen Ihrer Nichte? Ja, die möchte natürlich nicht, dass ich nach Madeira ziehe. Ich habe Ihnen ja von ihr erzählt. Das ist meine einzige Anverwandte. Nein. Nein, Sie haben nie von ihr erzählt. Was, ich habe nie von ihr erzählt? Nein. Aber doch, natürlich, das ist doch meine Nichte. Und die studiert Medizin. Ich finanziere das Studium und da schaut sie halt jeden Tag einmal hier vorbei, wenn auch nur ein paar Minuten. Und sie würde sich sehr allein fühlen, wenn sie... Ja, natürlich, wenn ich nach Madeira ziehe. Ja, das habe ich gesehen. Sie war ja ganz verstört. Nicht wahr? Nicht wahr? Ja. Ja, so ein liebes Mädchen. Und jetzt wollen Sie nicht mehr fort von hier? Doch. Das lässt sich ja nun nicht mehr rückgängig machen. Na, Gott sei Dank. Wissen Sie, ich habe nämlich etwas ganz Blödsinniges gemacht. Was denn? Ich habe schon mal 100.000 Mark von der Bank abgehoben, nur um Ihnen zu zeigen, dass ich es habe. Ach. Wissen Sie, ich habe immer das Gefühl gehabt, Sie trauen mir nicht ganz. Doch, natürlich. Nein, Sie haben immer nur gedacht, die rede zu viel, aber Sie meinen nicht. Nein, das habe ich nie gedacht. Wirklich? Ja, wirklich. Wie sind Sie denn eigentlich hergekommen? Wieso mit dem Taxi? Na, wissen Sie was, dann fahre ich Sie jetzt nach Hause. Nein, Herr Bobach, nein, das ist nicht natürlich, notwendig. Natürlich, das lasse ich mir nicht nehmen. Nein. Und auf dem Weg zeige ich Ihnen mein Wochenendhaus. Wunderbar. La mer, au ciel d'été. Sie wieder? Was gibt's Neues? Was wollen Sie von mir? Wenn Sie einen Augenblick Zeit hätten. Ja, bitte. Guten Tag, das ist nett, dass Sie gekommen sind. Bitte setzen Sie sich. Kaffee? Ja, bitte. Harry? Es geht Ihnen nicht gut, was? Wir haben das Bankkonto Ihres Onkels überprüft. Dürfen Sie das? Ja. Bei Verdacht auf Verbrechen dürfen wir das. Ihr Onkel hat vor 3 Wochen eine Einzahlung gemacht, bar. In Höhe von 15.000 Mark. Und den Wagen, den er sich gekauft hat, den hat er ebenfalls bar bezahlt. Und? Ja. Wenn Ihr Onkel Geschäfte an der Börse macht, dann macht er sie nicht über seine Bank. Was den Schluss nahelegt, der macht gar keine Geschäfte an der Börse. Können Sie das so genau sagen? Nein, nicht hundertprozentig, natürlich. Was wissen Sie, Frau Linke? Wie kommen Sie darauf, dass ich was weiß? Sie sind unruhig und besorgt. Ich bin nicht unruhig. Wissen Sie, Ihr Onkel ist öfter hier in diesem Café. Wir haben ihn hier gesehen und mit ihm gesprochen. Als er gestern rausging, da bin ich ihm nachgegangen und da ist er in einen Wagen eingestiegen. Warum erzählen Sie mir das? Ja, er ist nicht allein in seinen Wagen eingestiegen. Er traf vor dem Café eine Dame. Ältere Dame natürlich. Und diese Dame suchen wir. Sie halten ihn also für einen Mörder, der in dieser Frau sein nächstes Opfer sucht. Haben Sie mir noch etwas zu sagen? Nein. Ich möchte jetzt gehen. Wenn Sie erlauben. Es tut mir leid, dass wir Ihre Unruhe jetzt noch vergrößert haben, Fräulein Henkel. Harry? Onkel Paul, ich muss... Komm rein. Ich freue mich, dass du da bist.
Ich habe mir nämlich wirklich schon Sorgen gemacht, ob die Erzählungen der Polizei deine Fantasie nicht noch ein wenig zu sehr in Anspruch genommen haben. Du, magst du mit mir essen? Ich habe eine Ente anzubieten. Du magst doch Ente so gern. Nein, danke, Onkel Paul, aber ich habe keinen Hunger. Ach, du hast keinen Hunger? Nein, nicht den geringsten. Erlaubst du mir, ganz offen zu sein? Ja, aber selbstverständlich. Ich kann kaum noch schlafen. Mir geht alles im Kopf herum. Und da fiel mir plötzlich etwas auf. Ja, was denn? Du hast der Frau Peters Prospekte von Madeira gezeigt. Hast du dieser Frau das Angebot gemacht, mit dir nach Madeira zu ziehen? Soll sie alles verkaufen, auflösen, ihre Gelder abheben? Ja, das habe ich getan. Weißt du, mir ist ja die Geschichte mit dieser Frau Domberg auch nicht aus dem Kopf gegangen. Und ich habe mich gefragt, kann eine Frau so vertrauensvoll, so leichtgläubig sein? Ist es denn überhaupt möglich, dass man eine solche Frau aus ihrem Leben, aus ihrem wohlbehüteten Leben herausreißt? Ich wollte das herausfinden, verstehst du? Ausprobieren. Ich habe doch diese Prospekte von Madeira. Nun, die habe ich in die Tasche gesteckt und bin in den englischen Garten gegangen. Auf der Suche nach einer alleinstehenden Frau. Und plötzlich sah ich sie. Sie saß auf einer Bank. Ich sprach sie an. Ein Experiment? Ja, genau. Siehst du? Das ist das richtige Wort. Es war ein Experiment. Wann hast du dieses Experiment gemacht? Wann? Du konntest es doch erst machen, nachdem du von der Sache überhaupt gehört hattest. Also frühestens vorgestern. Ja, das ist richtig. Aber Frau Peters sagte doch gestern, seit Tagen erzählt mir ihr Onkel von Madeira. Seit Tagen, sagte sie. Das würde doch heißen, du hast mit ihr schon über Madeira gesprochen, bevor du überhaupt von der Polizei erfahren hast, dass Frau Domberg genau auf dieselbe Weise überredet worden ist, ihre Wohnung aufzugeben, ihre Möbel zu verkaufen und ihr Geld abzuheben. Onkel Paul. Ja? Wo ist diese Frau? Ich muss mit ihr sprechen. Ach, du möchtest mit ihr sprechen? Ja. Oder ich muss der Kriminalpolizei sagen, was ich weiß. Entschuldige, aber... Aber du brauchst dich doch nicht zu entschuldigen. So gar keine Ursache. Also gut. Hast du Zeit? Ja, natürlich habe ich Zeit. Also gut, dann fahren wir hin. Wohin? Sie ist in meinem Wochenendhaus. Im Wochenendhaus? Ja, ich habe es ihr gestern gezeigt. Gestern? Ja, gestern Nachmittag. Es hat ihr so gut gefallen, dass sie mich gebeten hat, ob sie nicht ein paar Tage dort bleiben könnte. Und ich habe ihr gesagt, natürlich, bitte, der Kühlschrank ist voll. Verhungern kann man nicht. Ja. Also fahren wir. Hm? Licht. Vielleicht schläft sie. Abgeschlossen. Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Nein. Ja, vielleicht hat sie Angst bekommen und ist weggegangen. Weißt du, es gibt ja viele Leute, die lieben die Einsamkeit, die Ruhe, den Wald. Und dann kriegen sie plötzlich Angst vor der Stille. Schade. Jetzt kannst du nicht mit ihr sprechen. Was siehst du mich so an? Wo ist sie, Onkel Paul? Ich hab dir doch gesagt, das weiß ich nicht. Ich sehe noch mal draußen nach. Na, wozu? Onkel Paul. Ja, klar. Du
Du hast... Deine Fantasie geht ja mit dir durch. Komm, setz dich. Ich mach Musik und hol uns was zu trinken. Magst du ein Glas Champagner? Nein, ich will kein Champagner. So. Aber ich... Ich brauch eins. Le long du golfe clair a des reflets d'argent la mer. Weißt du, alles, was in den letzten Tagen auf mich eingestürmt ist, ist nicht spurlos an mir vorübergegangen. Ich bin müde, sehr müde. Aber nach einem Schluck Sekt wird alles wieder in Ordnung sein. Nun komm, komm, trink ein Glas mit mir, mit deinem alten Onkel. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs. Et ces maisons rouillées, la mer les a bercées, le long des golfes clairs, et d'une chanson d'amour, la mer. Kommen Sie denn her? Wir waren immer in Ihrer Nähe. Was ist passiert? Ich glaube, Sie hätten recht. Musik